Bist du deppert? Boah, der ist so gut. Servus Sportsfreunde, mein Name ist Marcel Reiter und heute zeige ich euch das Rezept für diese geilen High-Protein-Brownies. Die gehen mega schnell, die brauchen nur 10 Minuten, bestehen nur aus 4 Zutaten und die kann jeder selber zu Hause nachmachen. Nehmt ihr euch in die Schule mit als Snack zwischendurch oder direkt nach dem Training oder vor dem Training. Die Nährwerte für diese Brownies blende ich euch irgendwo hier ein. Wir haben wie gesagt sehr, sehr hochwertige Proteine, gute Kohlenhydrate und auch sehr gesunde Fette. Also diese Mahlzeit ist wirklich perfekt und man kann kaum glauben, dass das wirklich gesunde Brownies sind, weil ohne Scheiß, die schmecken einfach so ungesund und die sehen einfach so lecker aus. Der Stapel hat sich schon halbiert, weil ich habe jetzt die ganze Zeit schon gegessen, weil ich einfach nicht mehr aufhören kann. Nehmt dieses Rezept gerne in die Schule mit, aber passt auf, eure Mitschüler werden euch diese auf jeden Fall wegessen. Kurz noch vorweg, falls dir solche Videos gefallen, dann abonniert jetzt gerne diesen Kanal und aktiviere auf jeden Fall die Glocke, damit du solche Videos nicht mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, ich starte jetzt gleich mit dem Rezept. Viel Spaß, let's go! So Leute, für den High-Protein-Brownie brauchen wir nur 4 Zutaten und zwar brauchen wir einmal ein Ei. Eier haben eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Außerdem haben wir ungesättigte Fettsäuren, welche sehr gesund sind für den Körper. Dann brauchen wir 2 Bananen, eine richtig gute Kohlenhydratquelle. Dann brauchen wir 20 Gramm Backkakao. Den bekommt man in jedem Supermarkt. Hier einfach ganz normaler Backkakao ohne Zuckerzusatz, 20 Gramm davon. Und dann brauchen wir noch 20 Gramm Proteinpulver von eurer, ja, Proteinpulvermarke eurer Wahl natürlich. Ich habe jetzt den Geschmack Chocolate Peanut Butter, also Schokolade, Erdnussbutter. Ich würde euch generell irgendwas Schokoladiges empfehlen, weil es ja immerhin Brownies sind. Ihr könnt gerne mal experimentieren, ob es mit Vanille auch gut schmeckt, aber ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Schokolade empfehlen. Ich denke, dass Schokolade da am besten passt. Wie gesagt, das sind schon alle Zutaten, die ihr braucht. Wie immer wenige Zutaten, die was jeder zu Hause hat, die was sich jeder auch besorgen kann und die was alle sehr, sehr günstig sind. Und dann würde ich sagen, wir starten rein mit der Zubereitung. Let's go! Ach ja, was ich noch dazu sagen wollte, wir brauchen ein mikrowellengeeignetes Gefäß. Ich bereite diesen Brownie jetzt in der Mikrowelle zu. Ihr könnt ihn aber genauso im Backrohr zubereiten. Ich mache es in der Mikrowelle, weil es einfach schneller geht. Wir fangen einfach an mit der Banane. Wir geben jetzt beide Bananen einfach hier rein. Wir zermatschen die einfach mit einer Gabel, machen die richtig klein. So Leute, ihr seht hier, die Bananen sind jetzt zermatscht worden. Wir haben jetzt eine schöne Masse. Jetzt geben wir einfach das ganze Vollei, den Backkakao und das Proteinpulver geben wir jetzt alles rein. Dann vermixen wir das Ganze und dann ist es schon bereit zum Backen. So Leute, und jetzt ist alles in der Schüssel vermengt. Hier richtig nice und ihr könnt mir gar nicht glauben, hier duftet's und da ist kein Zucker und kein Süßstoff drin. Wirklich, die Süße kommt hier nur aus dem Proteinpulver und natürlich aus der Banane und hier duftet's einfach mega und ich muss jetzt einfach mal schon mal den Teig probieren, weil ich kann es nicht mehr abwarten. Alter, gebt euch das. Einfach nur heftig und jetzt mal Geschmackstest hier vom Teig. Alter, bist du deppert. Boah, der ist so gut. Leute, ihr müsst es unbedingt nachmachen. Ohne Scheiß, ich weiß, ich sage das jedes Video. Aber der schmeckt so heftig, der schmeckt so ungesund. Aber hey, ich bin jetzt schon so gespannt. Das kommt jetzt für 5 Minuten bei 750 Watt in die Mikrowelle. Die Angaben fürs Backrohr, sprich die Backzeit und die Temperatur, blende ich euch irgendwo hier ein, falls ihr keine Mikrowelle zu Hause habt. Aber in der Mikrowelle geht es halt viel, viel schneller. Und ich muss das jetzt gleich machen, Alter. Ich kann es nicht mehr abwarten. Leute, hier haben wir sie, die High Protein Brownies. Und schaut, wie lecker die aussehen. So heftig, hier duftet es überall nach Schokolade und nach Brownies. Die sind so saftig. Die gingen jetzt mega schnell, also in der Mikrowelle brauchen die so circa 3 bis 5 Minuten bei 750 Watt. Und jetzt stellt sich nur noch eine Frage, wie schmecken diese Brownies? So Leute, hier, ihr seht also die fertigen Brownies hier, ihr habt schon gesehen, die sehen einfach mega lecker aus. Und jetzt
probiere ich mal so einen Brownie. Heftig und rein damit. Alter, die sind so heftig. Ich glaub's wirklich selber nicht, wie gut die sind. Mach diese Brownies unbedingt nach, glaub mir. Die schmecken einfach 1:1 wie so saftige Brownies von Starbucks oder was, falls ihr die kennt. Also so wirklich richtig geile Schoko-Brownies. Die sind mega, mega schokoladig. Also die Mengenangaben passen perfekt. Ich würde da gar nichts ändern. Die passen so gut. Die schmecken so süß. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich die jetzt nicht gleich alle aufesse, weil die einfach so lecker sind. Einfach nur heftig, Leute. Die kompletten Nährwerte für diese Brownies, die blende ich euch irgendwo hier ein. Wir haben wirklich sehr, sehr hochwertige Proteine, perfekt für den Muskelaufbau. Wir haben aber auch richtig schnelle Kohlenhydrate. Diese Brownies kann ich euch wirklich direkt nach dem Training empfehlen. Richtig gute Makros für direkt nach dem Training. Aber auch wenn ihr zum Beispiel vor dem Training noch nichts gegessen habt, dann passen diese Brownies auch perfekt. Oder einfach als Snack für zwischendurch, weil die schmecken auch kalt. Mega, nehmt ihr euch in die Schule mit, in der Tupperbox. Und alle eure Mitschüler, ja, die werden euch neidisch sein, glaubt mir. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas in die Schule mitnehmt und alle eure Mitschüler so, ah, was ist das und so. Und dann probiert da einer oder so und dann kommen alle und dann essen sie eure Jause weg. Genau solche Brownies sind das, ja. Die werden euch weggegessen. Ihr dürft die gar nicht in die Schule mitnehmen, weil die sind sofort weg. Wie gesagt, das war's mit diesem Video. Falls dir dieses Rezept gefallen hat, dann lass es mich jetzt gerne in den Kommentaren wissen und like gerne das Video. Falls du generell Fitnessrezepte brauchst, schau jetzt oben hier bei dem i vorbei. Da habe ich dir eine ganze Playlist nur mit Fitnessrezepten verlinkt. Da ist bestimmt was dabei für dich. Schreib mir gerne in die Kommentare, welches Rezept du als nächstes sehen möchtest. Ob du eher was Deftiges oder was Süßes sehen möchtest oder eher so ein Snack für die Schule. Schreibt es mir gerne alles in die Kommentare. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt gerne kostenlos diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir zwei uns wieder im nächsten Video. Bis dann, dein Gönnermin.